Einen floschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video, ja, unboxe ich mal mein neues Mikrofon. Die letzte Woche gab es ja eben nur Videos ohne meine Stimme, weil ich eben kein Mikrofon hatte, weil es in Lieferung war und bei dem ersten Versandhändler, wo ich das gekauft habe, die hatten auf der Webseite stehen, dass es auf Lager ist. Das haben sie aber nicht auf Lager gehabt, haben mich da erstmal richtig schön abgezockt und ja, dann habe ich mir nach einer Woche, glaube ich, wieder das Geld zurückbuchen lassen und habe es dann bei einem anderen Versandhändler bestellt. Wenn ihr euch das Mikrofon noch kaufen wollt, unter jedem Video ist immer mein ganzes Equipment, ja, verlinkt. Also, aber ich würde sagen, jetzt ist es endlich da und das heißt, es geht wieder ganz normal mit meiner Stimme weiter. Ansonsten würde ich sagen, tun wir jetzt einmal kurz in die Vergangenheit reisen und dann unboxe ich mal mit euch mein neues Mikrofon. Ich muss das jetzt einmal umdrehen, das ganze Paket, denn es wäre nicht so praktisch, wenn ihr meine Adresse sehen würdet. So, und was haben wir denn hier? SM7B Legendary Vocal Microphone. Ich mache das auch auf dem Boden, da ich hier recht den Platz habe. Ist da noch was drin? Ne, das ist fertig. Okay, dann würde ich sagen, packen wir das schöne Stückchen mal aus. So, da ich richtig professionell bin, ohne ja, Kamerastativ, halt dann jetzt einfach hier weiter auf dem Boden. Ich glaube, hier muss man das einfach nur noch rausschieben. Sorry für die Qualität, aber das Mikro kam gerade erst an und ich habe gerade keins, weil mein altes habe ich verkauft. So, fantastisch, nochmal zugemacht mit irgendwas, was ich hier nicht lesen kann. Weil ich bin 10. Klasse, ich kann nicht lesen. So, dann tun wir den schönen Karton erstmal hier hinten hin. Und dann packen wir das Ganze aus. So, hier haben wir erstmal, ich rück das mal ein bisschen hier näher zu euch. Ja, ein Shure Sticker. Dann haben wir hier, eine Garantie, okay, wusste gar nicht, dass es dabei ist. Sehr schön. Ja. Irgend die ganze Zettelgemeinschaft und ein User Guide für das Mikrofon. Dann haben wir hier, da ist es endlich, das schöne SM7B von Shure. Okay, ich würde sagen, das tue ich gleich. Sieht echt, das wiegt ordentlich, das wusste ich schon. Ich glaube 764 Gramm oder so, aber es ist gar nicht mal so groß oder ja, so klein. Also ich habe es ja groß vorgestellt. Hier hinten sieht man noch das. Machen wir erstmal gleich. So, dann haben wir hier ja noch ein, nee, nicht Sticker, so ein Klettverschluss kann man für den, für ja, Mikrofon haben oder ans Mikrofon machen, keine Ahnung. Das hier kommt hinten auf das Mikro, wenn man sich ja für die Einstellung festgelegt hat. Und dann hier dieser A7WS, glaube ich, heißt der. Der riesen Popschutz, weiß nicht, ob ich den verwende. Ich glaube erstmals nicht. So, das war's erstmal. Ich würde sagen, ich montiere das schöne Mikrofon jetzt an meinen Rode PSA1 und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn dieses schöne Teil hier ja montiert ist. Oh, das geht ja sogar recht gleich an und das hier soll man auch richtig gut verstehen können, aber das Ganze, das ist so, diese Dinger hier, die beiden, ich muss hier ein bisschen auf der Kamera bleiben, ist so kompliziert gemacht, sieht man auch, wenn man das, ja, so ist das, wenn man sich dieses User Guide oder so anguckt und das hier kommt dann am Ende hier drauf. Gut, dann würde ich sagen, schließe ich das Ganze jetzt erstmal an und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich glaube ernsthaft, ich bin hier ein bisschen zu inkompetent, um das an meinen Mikrofonarm zu bekommen. Ich bin mir nämlich gerade gar nicht mal so sicher, ob das hier richtig ist, was ich mache, aber es hängt zumindest schon ein bisschen.
Ich hoffe mal, dass ich jetzt so halbwegs richtig habe. Hier noch ein bisschen Freiraum. So, jetzt kommen wir zu dem hier hinten und zwar zu den Einstellungen. Und zwar müssten das jetzt hier der Tiefpassfilter, glaube ich, und der Präsenzboost sein. Das schalte ich mal kurz um. So, das Ganze habe ich jetzt mal hier mit meinem Schraubendreher, Zieher, wie auch immer gemacht. So, das hier ist nämlich dafür, dass zum Beispiel Brummgeräusche, wie zum Beispiel von meinem PC oder sowas, rausgefiltert wird. Deswegen ist auch dieses Mikrofon Grund für den Kauf gewesen, weil bei meinem Procaster hat man dieses, wenn man ganz genau hingehört hat, dieses Rauschen gehört. Tut mir leid, dass es hier nicht so fokussiert, eher die Wand. Ah ja, yeah. Und das hier ist der Präsenzboost, damit soll die Stimme ein bisschen klarer klingen. Gut, ich würde sagen, das tue ich mal hier mit meinem Fathead anschließen. Das ist nämlich ein Mikrofon-Preamp und der ist dafür, dass das Mikrofonsignal verstärkt wird. Das ist bei dem Mikro nötig, wenn man kein Hintergrundgeräusch haben möchte. So sieht das Ganze hier aus in so einer Verpackung. Ist circa, ja, fast so eine Hand groß. Dann kommt das hier von Triton Audio. Und dann haben wir hier diesen Fathead. Der ist ein bisschen größer, als ich erwartet habe. Nochmal so ein kleiner Vergleich. Und den müssen wir nämlich jetzt hier rein tun. Und dann, ja, ich würde sagen, ich richte das mal hier kurz ein. Sehr schön. So, ich habe das Ganze jetzt hier eingerichtet. Ich filme mal von hier, da sieht man mehr. So, das Ganze habe ich hier mit dem Fathead aus. Ja. Sehr schön anvisieren. Mit dem Fathead ja angeschlossen. Das gibt 27 Dezibel Gain. Es geht dann hier vor meinem ja, XLR-Kabel noch mal in ein anderes, weil das hier zu kurz war. Aber das wollte ich unbedingt, weil es hier mit der Farbe vom Fathead übereinstimmt. Und das geht dann da hinten rein und dann ja dort in mein Mischpult. Ich brauche die Phantomspeisung fürs Fathead, ansonsten hört man bei dem Mikrofon nichts. Schön, dass mir das auch nochmal aufgefallen ist. Ich habe nämlich mir gedacht, gibt es da nicht einen Gewindeadapter dazu? Und ja, es gibt einen. Ich habe nämlich jetzt einen anderen, weil das war hier in der Verpackung vom A7WS drinne. Manche sagen, der bröselt ein bisschen, aber bei mir ist da alles in Top-Ordnung. Hier haben wir noch Klettverschlüsse für den großen Windschutz, falls der abfliegen sollte, aber dann kann man eben den anderen nicht mehr drauf tun. Wie das hier drauf geht, muss ich gleich nochmal in Erfahrung bringen, aber ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann nochmal gleich wieder. Gut, Leute, ich habe das jetzt hier alles montiert. Das Mikro hängt soweit über die Phantomspannung. Ja, wird das Teil hier versorgt, der Fathead, und damit wird dann auch das Mikro bepowert. Lasse ich jetzt einfach alles unbearbeitet, hört sich eh sehr schön an und da muss eigentlich hier nichts mehr gemacht werden. Auf jeden Fall Props gehen raus an Shure, richtig geiles Mic haben sie da auf dem ja, Markt gebracht. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Mikrofon in die Kommentare und sonst würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns das nächste Mal bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute!